Und damit auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem nächsten Panelgespräch, auf das ich mich sehr freue. Sie sind Hidden Champions, Weltmarktführer, Arbeitgeber, manchmal auch Sponsor des örtlichen Fußballclubs und gelten gemeinhin als Rückgrat der Wirtschaft, Vorreiter und Garant für Stabilität und Fortschritt, die Mittelständler. In Deutschland gibt es etwa 2,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen. Das sind 99,6% der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Sie sind in verschiedenen Branchen unterwegs, haben unterschiedliche Strukturen. Doch eins sie alle eins, sie stehen vor der Herausforderung der digitalen Transformation. Denn um auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu sein und Innovationsfähigkeit zu bewahren, müssen sie ihre bestehenden Produkte anpassen, neu entwickeln und Prozesse automatisieren. Das bedeutet zum einen, dass sie das entscheidende Know-how benötigen. Zum anderen stehen sie vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesem Wandel mitzunehmen. Welche Rolle kommt hier bei der Weiterbildung zuteil? Ich freue mich sehr, dass wir hierüber mit drei interessanten Gästen heute sprechen. Zum einen begrüße ich sehr herzlich Elke Hanak. Sie ist seit 2013 stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zuvor war sie von 2007 bis 2013 Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes. Zum gewerkschaftlichen Engagement kam Frau Hanak während ihres Theologiestudiums, wo sie parallel als Packerin und Verkäuferin tätig war und Betriebsratsvorsitzende wurde. Herzlich willkommen, Frau Hanak. Zudem begrüße ich Detlef Scheele. Er ist seit 2015 Mitglied des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit und seit 2017 Vorsitzender des Vorstandes. Zuvor war er von 2011 bis 2015 Senator für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg. Herr Scheele, Sie blicken auf 35 Jahre Erfahrung im Bereich berufliche Qualifizierung und Beschäftigungsförderung zurück. Ich freue mich daher sehr, dass Sie heute hier sind und Ihre Expertise mit uns teilen. Herzlich willkommen. Und ich Ja. begrüße Dirk Röhrborn. Er ist Co-Founder der Communado Software GmbH und verantwortet seit 2001 als geschäftsführender Gesellschafter unter anderem die Bereiche HR und IT. Zuvor war er als Berater einer Telekom-Tochter in Dresden tätig und leitete dort den Bereich Wissensmanagement. Der Wirtschaftsinformatiker ist zudem ehrenamtlich im Bitkom-Präsidium engagiert, insbesondere hier in den Bereichen digitale Bildung und IT-Mittelstand. Herzlich willkommen, Herr Röhrborn. Einen schönen guten Tag. Wir möchten ja heute insbesondere die Themen Beschäftigungsförderung, Qualifikation und Mittelstand thematisieren. Bevor wir aber näher auf diese Themen eingehen, würde ich gerne die digitale Transformation im Allgemeinen etwas betrachten. Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hat bereits eine Digitalisierungsstrategie. So sagen nur 16% der deutschen Unternehmen, sie haben aktuell keine. Herr Scheele, vor einigen Monaten sagten Sie der dpa, unser Eindruck ist, dass wir vor einer Dekade der Weiterbildung und Qualifizierung stehen. Herr Scheele, was kommt da auf Arbeitsmarkt und Unternehmen zu? Naja, ich habe damit gemeint, wir haben ja eine dreifache Herausforderung. Wir haben die Dekarbonisierung, den Ausstieg aus der Braunkohle. In einigen Regionen ist das schon sehr bedeutsam. Wir haben die Digitalisierung und wir haben den Abstieg vom Verbrennermotor, also den Umstieg der Automobilindustrie und die Transformation. Und das muss bewältigt werden. Und wir sehen, dass bei all diesen Sachen per Saldo keine Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es gehen zwar welche verloren, aber es entstehen im gleichen Umfang, vielleicht geringfügig weniger, aber ungefähr im gleichen Umfang neue. Außerdem wächst der Arbeitsmarkt zurzeit in Rekordtempo, das muss man einfach sagen. Und die Arbeitsplätze, die neu entstehen, sind anspruchsvoller als die, die wegfallen. Und die, die bestehen bleiben, werden anspruchsvoller im Arbeitsverlauf. Und das heißt, wenn wir eine demografische Lage haben wie die jetzige, mit 70 und 140.000 weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, zweimal hintereinander, dann können wir uns gar nicht erlauben, Menschen aus dem Arbeitsleben zu verlieren, sondern wir müssen gucken, dass der höhere Anspruch, den die Arbeitswelt stellt, durch Qualifizierung, dass der mitgehalten werden kann. Also das heißt eine soziale Frage, weil was sollen die Menschen arbeitslos machen? Dann müssen sie von Transfereinkommen leben, es geht den Familien schlechter, den Kindern schlechter. Aber es ist auch eine gesellschaftliche Frage, die alleine aus der Demografie resultiert und aus den veränderten Bedingungen am Arbeitsmarkt, dass wir einfach in das Humankapital der Unternehmen massiv investieren müssen. In das Humankapital der Unternehmen investieren, Herr Röhrborn. Drei Viertel der Unternehmen entwickeln ihre Geschäftsmodelle weiter und passen bestehende Produkte an. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie hier für die Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation, insbesondere auch mit Blick auf die Belegschaft? Das sind natürlich große Herausforderungen. Große Herausforderungen, aber eben auch große Chancen für die Unternehmen. Es hat sich eine ganze Branche, die Digitalwirtschaft, auf den Weg gemacht, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Unsere Branche wächst massiv und schafft auch massiv Arbeitsplätze. Und gleichzeitig
bietet natürlich die Digitalisierung eine große Chance auch für die gesamte Industrie, insbesondere eben auch Produkte durch digitale Add-ons zu erweitern, bis hin dazu digitale Geschäftsmodelle auch in die Praxis umzusetzen. Das sind große Chancen und wir müssen diese Chancen auch nutzen, um unseren Wohlstand zu halten, letztlich im Wettbewerb mit allen anderen Industrienationen mitzuziehen. Herr Vorhanek, wir hatten es ja schon angesprochen, neue Produkte. Herr Scheele hat davon gesprochen, wir haben demografischen Wandel. 18% der Jobs in Deutschland haben ein hohes Automatisierungsrisiko. Will heißen, diese Berufe können durch digitale Technologien oder durch Automatisierung ersetzt werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, ich frage jetzt mal ganz provokant, welchen Einfluss hat denn diese Automatisierung dann auf die Beschäftigung? Naja, erstmal ist klar, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt ja mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, der nachhaltigen Veränderung von beruflichen Tätigkeiten, aber auch der Entstehung neuer Arbeitsplätze und Berufe verbunden sein wird. Und deshalb kommt es, glaube ich, darauf an, in den Transformationsprozessen so die Kompetenzen aller Beschäftigten als zentrale Ressource für die Bewältigung eben der Herausforderungen durch den Strukturwandel auch anzuerkennen und einzubringen. Und ich finde, da hat Deutschland doch ein System der beruflichen Bildung und auch dessen sozialpartnerschaftliche Steuerung, was beides sehr gute Voraussetzungen dafür sind, weil es eben auf sehr hohe Qualifikationen seiner Beschäftigten aufbauen kann. Und diese Stärke gilt es jetzt auszubauen. Und wir wissen, grundsätzlich liegt ja die Verantwortung für die betriebliche Weiterbildung der Beschäftigten primär bei den Arbeitgebern. Ich weiß auch von den Arbeitgeberverbänden, dass sie sagen, für die betriebliche Weiterbildung sind wir zuständig und die machen wir auch. So. Und diese müssen natürlich die Qualifizierung zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherstellen und müssen die Beschäftigten dafür auch bezahlt freistellen. So, und seit Jahren kennen wir die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Insgesamt muss man sagen, ist auch die Beteiligung an Weiterbildung für die Beschäftigten und Arbeitslosen im letzten Jahrzehnt gestiegen. Aber nur wenige nehmen tatsächlich an formalen beruflichen Weiterbildungen teil. Und nach wie vor haben bestimmte Personengruppen deutlich niedrigere Beteiligungsquoten. Das sind, weiß Herr Scheele viel besser noch als ich, neben den Erwerbslosen auch die Beschäftigten ohne Berufsabschluss oder ohne formalen Berufsabschluss. Das sind Beschäftigte in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Das sind viele Frauen und es sind Menschen mit Zuwanderungshintergrund oder mit hohen Anteilen an Routinetätigkeiten, wie Sie es angesprochen haben. So, bei der Weiterbildung müssen wir sie alle mitnehmen. Und deshalb brauchen wir auch mehr Chancengleichheit in der Weiterbildungsbeteiligung. Und wir sagen natürlich als DGB und als Gewerkschaften, wird Sie nicht verwundern, ein Schlüssel für das Gelingen von Transformationsprozessen und Weiterbildung liegt in Betriebsräten und in Tarifverträgen. Weil wir jetzt schon sehen, wo beides vorhanden ist, wird mehr Weiterbildung angeboten und auch angenommen. Und die Angebote sind viel näher an der Praxis. Und auch hier, finde ich, gibt es im Mittelstand, vor allem auch bei Digitalunternehmen, durchaus noch Nachholbedarf. Und über den sprechen wir ja heute. Herr Röhrborn, wollen Sie da vielleicht darauf reagieren? Wie sehen Sie das? Wie gelingt es, alle mitzunehmen in der Transformation? Also ich denke, dass Weiterbildung ganz klar eine Führungsaufgabe ist. Es ist so, dass natürlich viele Unternehmen heute jetzt zunehmend eine Digitalstrategie haben, aber dabei wird eben viel zu häufig nur darüber nachgedacht, wie kann ich Prozesse digitalisieren, wie kann ich vielleicht digitale Produkte schaffen. Dass dort eben aber auch dazugehört, die Menschen mitzunehmen, die Mitarbeiter weiter zu qualifizieren, das wird noch zu selten erkannt. Und das ist sicherlich etwas, was gerade auch im Mittelstand noch mehr in die Tat umgesetzt werden muss. Und ich sehe aber ganz klar Weiterbildung der Mitarbeiter als eine ganz zentrale Aufgabe auch der Unternehmen. Sie haben die Digitalwirtschaft erwähnt, Frau Hanak. Für uns ist es nun so, dass die Mitarbeiter
Das Wort ist nicht schön, das ist das Kapital, was wir haben. Nicht? Also uns mangelt es nicht an den technischen Produktionskapazitäten. Wir haben also weniger materielle Ressourcen, die wir brauchen, und wir können auch noch mit überschaubaren finanziellen Volumen tatsächlich Unternehmen starten und wachsen lassen. Aber was wir benötigen, sind qualifizierte Mitarbeiter. Und deshalb ist es so wichtig, Mitarbeiter nicht nur zu rekrutieren, sondern sie eben auch weiter zu qualifizieren. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Ich denke, hier können viele Unternehmen anderer Branchen sich auch anschauen, wie Mitarbeiterorientierung aussieht, wie auch Weiterbildung als Teil einer Unternehmensstrategie und Lernen, lebenslanges Lernen als Teil einer Unternehmenskultur funktionieren kann. Ja, wir brauchen qualifiziertes Fachpersonal, das ist ein gutes Stichwort. Fachkräftemangel liest man überall, insbesondere in der IT-Branche. Wir haben aktuell knapp 100.000 IT-Stellen unbesetzt. Das sorgt natürlich dafür, dass Re- und Upskilling in den Betrieben immer wichtiger wird. Herr Scheele, Sie hatten ja eingangs bereits gesagt, wir stehen vor der demografischen Wandel, vor der Digitalisierung, die Dekarbonisierung, dem Wandel nämlich auch in der Automobilindustrie. Daraus resultiert Veränderungsdruck. Sie haben aber auch gesagt, wir müssen die Menschen beschäftigt halten. Welche Rolle kommt da künftig der Bundesagentur für Arbeit zuteil? Ja, die Bundesagentur für Arbeit berät. Also wir sozusagen beraten über die Instrumente, die der Gesetzgeber zur Verfügung gestellt hat. Das ist im Wesentlichen das Qualifizierungschancengesetz, nämlich Menschen weiterzubilden, die beschäftigt sind und präventiv weitergebildet werden, damit sie nicht erst arbeitslos werden. Wir finanzieren das, wir finanzieren die Maßnahmekosten und wir finanzieren die Unterhaltskosten während der Fortbildung. Aber die Rolle, die wir jetzt in der Transformation einnehmen werden oder schon eingenommen haben in Hannover mit dem Handwerk, aber auch mit Conti in Brühl, im Rheinischen Revier, in der Braunkohle und so weiter, soll eine sein. Wir wollen die Drehscheibe und die Moderatoren der Transformation sein. Darüber haben wir uns mit unserer Aufsicht, dem Verwaltungsrat, geeinigt, weil wir sind neutral. Wir haben Verwaltungsausschüsse, da sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und steuern die Arbeitsagenturen. Und wir sind nicht die Innung für dies, die für die Klempner sucht und die sucht für die Dachdecker und der eine sucht für die Zahnärzte, sondern wir decken das ganze Spektrum ab und machen das aus dem Blickwinkel unserer Kunden, die uns bezahlen, aus dem Blickwinkel der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Und was wir werden wollen und was wir in einigen Modellregionen, glaube ich, jetzt auch ganz gut können, ist, die Agenturen müssen wissen, weil sie mit der Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten, weil sie mit Kammern, Innungen und Sozialpartnern zusammenarbeiten, wo verschwindet was vom Arbeitsmarkt, also wo wird etwas kleiner und wo entsteht etwas Neues. Und dann kommt es darauf an, sozusagen passgenau, entweder bei dem Unternehmen weiterzubilden oder von Arbeit in Arbeit zu vermitteln, was extrem schwierig ist, weil die Austrittstermine manchmal gar nicht mit den Eintrittsterminen und so weiter übereinstimmen. Aber diese Drehscheibe und diese überparteiliche Drehscheibe, die über Geld und Programme verfügt und die sozusagen von den Beitragszahlern besessen wird, sage ich mal, das ist die Aufgabe, die die Agenturen in den nächsten Jahren übernehmen müssen. Und die Transformation, oder was immer wir für einen Oberbegriff wählen, ist ja eine lokale Sache. Wenn in Stuttgart die Automobilindustrie Arbeitsplätze abbaut, dann nützt es gar nichts, wenn in Hamburg die Hamburger Hafen- und Logistikgesellschaft Containerbrückenfahrer einstellt. Das funktioniert nicht. Erstens besitzen die in Stuttgart alle Immobilien, die hassen nicht nur so, die sind auch so, die bleiben da. Und das heißt, wir müssen eine lokale Einheit schaffen, die weiß, was vor Ort geschieht, damit Menschen auch in ihren Regionen durchaus mit Pendelsachen und so weiter neue Arbeit finden. Denn es dreht sich ja nicht alles nur um Großverdiener und so weiter, sondern das muss sich auch alles sozusagen im Mittelstand abspielen, der Beschäftigten. Das muss bewältigt werden. Und diese Rolle mit den dazugehörigen Instrumenten, die der Bundestag in der letzten Legislatur beschlossen hat, und mit einem auskömmlichen Haushalt, den wir haben, das werden wir wohl vollbringen können, glaube ich. Ja, Sie hatten das Qualifizierungschancengesetz angesprochen. Da herrscht ja immer noch ab und zu mal die Kritik, dass die Zugänge nicht niedrigschwellig genug seien. Beispielsweise 120 Stunden Mindestumfang für Fortbildungsmaßnahmen. Sehen Sie das ähnlich oder würden Sie sagen, das ist so in der Ausgestaltung, ist das, wie es der Arbeitsmarkt und die Weiterbildungsmarkt, wie das benötigt? Also das Qualifizierungschancengesetz ist in der Beratung oder in der Anwendung zu aufwendig.
Es gibt in dem Gesetz, § 82, muss keiner kennen, im SGB III, 14 verschiedene Fördervarianten. Die sind gut gemeint gewesen. Die sind aber für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer und auch für unsere Berater schwer an den Mann zu bringen. Das ist die 120 Stunden halte ich für nicht zu viel. Also, weil wir wollen ja keine betriebliche Anpassungsfortbildung finanzieren. Wenn sich ein Arbeitgeber eine Maschine kauft, ist es umgangssprachlich erstmal Konsens, dass es Sache des Arbeitgebers ist, den Menschen weiterzubilden. Wir wollen aber so weiterbilden, dass der Mensch am Arbeitsmarkt eine bessere Chance hat. Und um sozusagen eine so anerkannte Qualifikation fortzubilden, braucht man schon die ein oder andere Stunde. Und man kann die 120 Stunden auch auf viele Monate verteilen. Also ich glaube, das kann nicht der Bremsklotz sein. Der Bremsklotz ist die zu komplizierte Gesetze, der zu komplizierte Gesetzesaufbau. Gut, das kann ja dann auch die neue Regierung angehen. Und, genau. Sehr gut, dann nehmen wir das schon mal mit aus der Diskussion. Nehmen wir schon auf den Füßen damit. Ja, sehr gut. Herr Röhrborn, welches Potenzial sehen Sie denn, wenn wir jetzt davon sprechen, das ist auch Unternehmerseite weiterzubilden, welches Potenzial sehen Sie denn in digitalen Weiterbildungsangeboten? Wir haben gerade in der Pandemie erlebt, dass digitale Angebote gut funktionieren können und dass sie durchaus auch deutlich familienfreundlicher und flexibler umgesetzt werden können. Ich glaube trotzdem, dass Präsenzformate nicht vollständig ausgedient haben. Wir haben eben gerade in der Pandemie auch erlebt, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Und bei Weiterbildung geht es eben nicht nur um die Vermittlung von Faktenwissen, sondern das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun. Und diese braucht einfach auch den direkten Kontakt zwischen Trainerinnen und Trainer und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich auch den Teilnehmern untereinander. Trotzdem sehen wir einen ganz starken Wandel in der Weiterbildung, weg von reinen Präsenzformaten hin zu einer guten Mischung aus Präsenzformaten, aber eben auch Online-Formaten, Lerngruppen zum Austausch unter den Teilnehmenden und auch am Ende tatsächlich also Arbeitsgruppen, Workshop-Formaten, die ganz stark auf Interaktion setzen. Ich will Ihnen zwei Beispiele aus meinem Unternehmen mal mitgeben. Während wir in der Vergangenheit Beratungsformate und Trainingsformate im Vertrieb rein in Präsenz durchgeführt haben, ist das heute etwas, was besteht aus einer Mischung von Online-Formaten, wo die Teilnehmer Videos, die Wissensvermittlung erfolgt über Videos, die sie sich zu jeder beliebigen Zeit anschauen können, ja, was wesentlich einfacher vereinbar ist, auch mit beruflicher Situation und familiärer Situation. Dann gibt es eben Lerngruppen zum Austausch darüber und dann gibt es ganz, ganz starke Workshop-Formate und nochmal Coaching-Formate mit den Trainern. Also eine sehr, sehr gute Mischung und wir sehen hier, dass es großen Erfolg gibt, also durchaus mehr Nachhaltigkeit in der Umsetzung auch als bei reinen Präsenzformaten. Dort spielen also Digitalformate ganz stark ihren Vorteil aus. Und zweites kurzes Beispiel, wir haben ein Trainee-Programm für Softwareentwickler aufgelegt, vor allem für unseren Standort in Albanien, in Tirana, wo wir eben auch aus einer Kombination von Online-Content zur reinen Wissensvermittlung und dann Coaching und Lerngruppen die besten Erfolge erzielt haben. Und der Kern dieser Formate sind digitale Lernformate, die haben eine ganz große Zukunft. Frau Hanack, wenn Sie das jetzt hören, man kann durch digitale Formate zeitunabhängig lernen, man kann sich das frei einteilen, man kann unabhängig von der Betriebsstätte oder Betriebsstätten übergreifend arbeiten, ob das jetzt von Tirana nach Dresden ist oder von Hamburg nach Stuttgart. Würden Sie ja zustimmen, würden Sie sagen, Online-Weiterbildungsangebote schaffen Freiheit oder geht das zu sehr in das Private rein? Nein, wir werden am Ende beides brauchen. Ich will da noch ganz kurz einen Satz verlieren zum Thema Fachkräftemangel, weil das wirklich ein Herzensthema für mich ist. Dafür brauchen wir wieder mehr Ausbildung. Das sage ich auch ganz deutlich. Für die Bekämpfung des Fachkräftemangels wird Weiterbildung unser Problem alleine nicht lösen, sondern die Weiterbildung muss auf eine wirklich gute Erstausbildung aufsetzen. Und deshalb auch nochmal mein Appell in diese Runde, da müssen die Unternehmen wieder stärker bereit sein, auch betriebliche Ausbildungsplätze anzubieten und zu besetzen. Und natürlich nehmen digitale Kompetenzen auch in allen Bereichen eine zunehmend größere Rolle ein. Wir versuchen in Neuordnungsverfahren aller Ausbildungsberufe zum Beispiel
dass solche branchenbezogen, solche Kompetenzen auch verankert werden in den sogenannten Ausbildungsrahmenplänen. Und da haben wir uns sehr dafür stark gemacht, dass jeder Ausbildungsberuf mit einer sogenannten Standardberufsbildposition Digitalisierung versehen wird, um diese Veränderungen schon in der Erstausbildung auch zu berücksichtigen. Ja, und digitale Kompetenzen werden natürlich auch für die Veränderung beim Lernen und bei der Weiterbildung gebraucht. Und auch wenn nicht alle Bildungsprozesse digital ablaufen können, das glaube ich auch, hat doch die Corona-Krise deutlich gemacht, dass wirklich in digitaler Bildung ein hohes Potenzial steckt. Das will ich auch mal sagen. Und über die digitalen Kompetenzen hinaus merken wir aber auch, dass berufliche Kompetenzen einem schneller werdenden Wandlungsprozess unterliegen. Was also zu einem bestimmten Zeitpunkt noch mal erlernt worden ist, kann bald schon wieder veraltet sein. Das lernen wir, passiert jetzt immer schneller. Und deshalb ist es wichtig, dass neben den klassischen digitalen Kompetenzen auch die Fähigkeit, sich weiterzubilden und sich an die Qualifikationserwartungen anzupassen, so wichtig ist. Und das setzt, das will ich auch sagen, viele Beschäftigte in Deutschland im Moment wirklich unter Druck. Und genau deshalb brauchen wir, glaube ich, eine gute Architektur der Weiterbildung. Und da muss die BA auch sehr, sehr eng einbezogen sein, welche im Grunde die Sicherheit gibt, dass jede und jeder die Chance bekommt, an Weiterbildung auch teilzunehmen. Ist ein gutes Stichwort, lernen, lernen. Aber bevor wir dazu kommen, Herr Scheele, da würde ich Sie dann gleich mit in die Pflicht nehmen. Herr Röhrmann, Sie hatten sich kurz zu dem kurzen Appell von Frau Hannack gemeldet, unternehmensseitig mehr Ausbildungen anzubieten. Vielleicht Schwerpunkt der Diskussion soll ja die Weiterbildung im Mittelstand sein, aber vielleicht ein Wort dazu kurz. Ja, ein kurzer Einwurf dazu, Frau Hannack, Sie sagen richtig, Unternehmen müssen wieder mehr ausbilden. Das ist völlig richtig und das gilt für die ganz unterschiedlichen Bildungswege von der beruflichen Ausbildung bis hin zum dualen Studium. Ich möchte aber da trotzdem anmerken, dass eben auch mit einer verstärkten Ausbildung allein werden wir es nicht schaffen, den Fachkräftemangel zu beheben. Wir brauchen die betriebliche Weiterbildung, um unsere Mitarbeitenden bis in ein hohes Alter hinein flexibel und leistungsfähig zu halten. Wir brauchen die Um- und Weiterbildung von Quereinsteigern, die zum Beispiel aus anderen Branchen kommen. Und dort spielen eben wieder digitale Kompetenzen eine sehr, sehr große Rolle. Und wir brauchen eben auch Zuwanderung in Deutschland. Und Zuwanderung alleine bringt uns aber eben nicht immer nur fertig ausgebildete Fachkräfte nach unseren Standards, sondern auch hier muss wieder Weiterbildung eine ganz große Rolle spielen. Also wir müssen an allen Fronten an der Stelle zulegen, sonst werden wir diese Herausforderung nicht meistern. Vielen Dank. Herr Scheele, lernen, lernen. Was kann die Bundesagentur für Arbeit leisten, um Unternehmen und Mitarbeitende darin zu bestärken, lernende Organisationen zu werden, die Lernkultur, lebensbegleitendes Lernen zu etablieren? Also wir sind mit unserem Arbeitgeberservice und den Experten im Arbeitgeberservice, die sich auch mit der Frage Wandlung am Arbeitsmarkt gut auskennen und nicht nur mit der Frage, wie kommt ein Mensch mit Qualifikation A in den Betrieb, was man noch mit ihm tun. Damit reden wir am besten Arbeitgeber und Betriebsräte gemeinsam in der Frage, wie kann man beim Fachkräfteproblematik sozusagen eine kontinuierliche Entwicklung im Betrieb initiieren. Und die Hauptaufgabe, und also Digitalisierung ist super, also wir sind, glaube ich, da relativ weit vorne in der BA, aber die Gruppe, die am wenigsten an betrieblicher Weiterbildung teilnimmt, sind Un- und Angelernte mit keinen besonders guten Bildungserfahrungen. Und das ist auch die Gruppe, die am wenigsten affin ist, um digital erreicht zu werden. Und da will ich nochmal auf die von Frau Hannack hat vorhin von Überparteilichkeit oder so geredet, als es um Betriebsräte ging. Ich glaube, wir haben eine motivationale Frage. Also ich war vor der Pandemie bei Conti in Regensburg. Und da haben die Kollegen am Band zu mir gesagt, ja, ja, hier waren schon viele von der Agentur und haben gesagt, das geht diesmal schief. Ist noch nie schief gegangen. Und ich glaube, da Bildung ja etwas ist, was wir technisch toll zerlegen können zwischen Hamburg und München und sonst wie. Aber Bildung ist freiwillig. Und wer sich nicht für Bildung interessiert, wird sich auch nicht fortbilden lassen und wird auch keinen Erfolg haben. Und wir müssen diesen Personenkreis, der teilweise eine entwertete Erstausbildung hat, also jeder Containerbrückenfahrer in Hamburg ist Bäcker, weil die nicht mehr so früh aufstehen wollten,
wir werden die Leute erreichen müssen. Und da komme ich nochmal auf den Satz von Frau Handack zurück. Das geht am besten, wenn Menschen, die keine hohe Bildungsaffinität haben, soll keine diskriminierende Feststellung sein. Es ist erstmal etwas, was da ist. Die haben keine Erfahrung, ich bilde mich fort, meine Karrierechancen steigen, mein Einkommen steigt und so weiter. Da ist es gut, wenn der Personaler mit am Band steht und der Betriebsrat am Band steht und sagt, Kollege, es ist ernst. Es sagt dir nicht nur dein Personalchef, sondern es sagt dir auch nicht nur die Agentur, sondern auch deine gewählte Interessenvertretung sagt dir, mach was. Also ich glaube, wir haben darunter auch einen Personenkreis, den wir eben auch nicht verlieren dürfen. Denn wenn die weg sind, können wir sie auch nicht ersetzen. Um die man sich sozusagen sozialpartnerschaftlich wirklich bemühen muss, dass sie in ein Metier einsteigen, nämlich Weiterbildung. Um das mal sozusagen, das empfinden die nicht als Geschenk. Gar nicht. Sondern die sagen, das ist ja blöd, dass wir das jetzt machen müssen. Schule war schon doof genug. So, und den Personenkreis müssen wir aber auch erreichen. Und das geht aus meiner Sicht ohne Gewerkschaften und Betriebsräte nicht. Mhm. Neben den Betriebsräten, welche Rolle kommt dann Führungskräften zuteil? Ich glaube, Führungskräfte machen ihre Arbeit da, wo man auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trifft, die in den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen oder so gewohnt sind, sich sozusagen über die Entwicklungsschritte ihres eigenen Berufslebens unterhalten. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die bei Conti in Aachen oder die bei der LEAG in der Braunkohle 3.800 Euro brutto verdienen und sich auch nicht verändert haben und auch nicht verändern mussten, das ist gar kein Vorwurf, denen wird jetzt etwas abverlangen. Und die auf den Weg zu bringen, wenn sie jetzt 45, 50 sind, sich nochmal auf diesen Weg einzulassen, das, glaube ich, ist eine Gemeinschaftsaufgabe in solchen Betrieben. Die Vorgesetzten machen, genau wie ich als Vorgesetzter und so weiter, ihre Aufgaben in den jährlichen Personalentwicklungsgesprächen und wenn es um die eigene Abteilungs- und Unternehmensentwicklung geht, das funktioniert. Aber da, wo keine Bildungsaffinität da ist, und das haben wir eben auch, und die können wir auch nicht verlieren, denn wir haben gar keinen mehr. Frau Handack, würden Sie dazu stimmen? Ja, auf jeden Fall. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist wirklich eine neue Weiterbildungskultur in den Betrieben. Da können wir aber auch einiges tun. Da hat die Bundesregierung schon einiges getan. Beispielsweise dadurch, dass sie das Thema Validierungsverfahren aufgenommen hat. Also es gibt ja viele Menschen, die sich sozusagen durch ihre berufliche Praxis auch Kenntnisse angeeignet haben, die aber in bestimmten Umfang heute nicht dokumentiert und anerkannt werden. Da brauchen wir wirklich rechtlich verlässliche Validierungsverfahren, um auch darüber Qualifikationen zu sichern. Und das BMBF war es, glaube ich, das Modellprojekte initiiert hat, sogenannte Weiterbildungsmentoren und Mentorinnen in Betrieben zu installieren. Und die ersten Erfahrungen damit ist, also die Weiterbildungsmentoren sind in der Regel Beschäftigte des Betriebes und wenden sich dann in ihrem Arbeitsbereich an die Beschäftigten, um sie zu motivieren, an Weiterbildung teilzunehmen. Und das war relativ gut erfolgreich. Also die Weiterbildungsmotivation ist gestiegen und auch die Weiterbildungsbereitschaft. Und da brauchen wir auch mal so einfache, wie ich finde, einfache Instrumente, die aber durchaus erfolgreich sind, um eine andere Weiterbildungskultur, eine Kultur des lebensbegleitenden Lernens auch in die Köpfe und Herzen zu bekommen. Um die lebensbegleitende Weiterbildungskultur in die Herzen und Köpfe zu bekommen, Herr Röhrborn, was muss aus Ihrer Sicht passieren, um das Thema Re- und Upskilling für Unternehmen attraktiver zu machen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir gezielt Weiterbildungsangebote in diesem Bereich entwickeln, dass wir diese transparent machen. Der Bitkom hat ja dafür auch einen Weiterbildungsmonitor vorgeschlagen, der den Zugang zu solchen Angeboten und den dazugehörigen Fördermöglichkeiten leicht machen soll. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, gerade die Vermittlung digitaler Kompetenzen mit in das Re- und Upskilling zu integrieren. Ich verstehe vollkommen, wie groß die Herausforderung ist, gerade bildungsfernen Arbeitnehmern
das schmackhaft zu machen, das auch gut zu vermitteln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort noch mehr geforscht und erprobt werden muss, wie man es schaffen kann, genau diese Zielgruppe auch mit in dieser Zielgruppe auch digitale Kompetenzen richtig zu vermitteln. Und ich denke natürlich auch, dass wir die Entwicklung solcher Reupskilling-Angebote ausrichten sollen am konkreten Bedarf der Unternehmen und auch der Branchen, damit die Investitionen natürlich auch in den richtigen Bereich fließen. Dieser starke Arbeitsmarktbezug und auch das Lokale, das hatten Sie ja auch schon genannt, Herr Scheele. Gibt es da auch konkrete Projekte, die aktuell bei der Bundesagentur für Arbeit laufen, um eben Unternehmen vor Ort, insbesondere Mittelständler, zu unterstützen? Naja, also gehe ich mal in die Region Brühl, also ins Rheinische Revier, wo RWE den Tagebau schließt, aber auch die Kraftwerke schließt. Wir wissen, in welchen Scheiden diese Kraftwerke geschlossen werden. Wir haben inzwischen die Listen der Zulieferer und wer da möglicherweise betroffen ist. Und wir wissen aus der Region, was neu entsteht. Und wir kennen auch die Weiterbildungsangebote in der Region. Und aus diesem Portfolio der Abgänge und der Zugänge und der Weiterbildungsangebote basteln wir sozusagen zurzeit Übergänge von Arbeit in Arbeit. Zurzeit ist es aber so, dass die Altersstruktur bei RWE ist, sodass die meisten glücklicherweise sozusagen, und zwar ohne Vorruhestandsregelung, in eine vernünftige Rentenperspektive gehen können. Aber das machen wir in Stuttgart, das machen wir in Hannover, das machen wir in Brühl, das machen wir im Mitteldeutschen Revier und an vielen Stellen in Deutschland. Also sowas erproben wir. Ich wollte aber gerne noch mal sagen, ja, ich habe mich nun selbst sehr klar für die betriebliche Orientierung ausgesprochen. Aber Digitalisierung ist Alltagswissen. Also es ist nicht mehr so, dass das nur im Beruf ist. Also wir bauen ja unsere Organisation gerade um und wir schwören immer im Verwaltungsrat gegenüber unseren Bänken, es bleibt bei einem analogen Kanal. Es ist eine Sozialversicherung und jeder kriegt ein Angebot, ob er einen PC hat oder nicht. Das geht auch gar nicht anders bei einer Sozialversicherung, indem man Beiträge zahlt. Aber natürlich werden die Leute sukzessive abgehängt. Denn natürlich ist, wir haben jetzt die Online-Arbeitslosenmeldung, wir haben die Online-Arbeitssuchendmeldung, wir haben die Videoberatung nach der Arbeitslosenmeldung. Also man muss nicht kommen. Und wir machen das, was der Gesetzgeber sagt. Und das wird Zug um Zug Raum greifen. Und ich prognostiziere, dass Menschen, die wir nicht heranführen, auch in höherem Alter, also mit 50 oder so, von bestimmten Alltagshandlungen wie Beantragung von Leistungen nicht ausgeschlossen werden, weil wir immer noch einen analogen Kanal haben. Aber es deutlich schwerer haben und langsamer haben als alle anderen. Denn wir müssen aus Komfortgründen gegenüber unseren Versicherten digital ist ja nicht Automatisierung, digital ist eine Leistungsverbesserung. Also man kriegt ein besseres Angebot, man kann es besser nutzen, nur man braucht ein eigenes Know-how, sich das Angebot nutzbar zu machen. Und wir buchen seit Jahren unsere Flüge online. Alles funktioniert nach einem gleichen Algorithmus. Wie ruft man eine Seite auf? Wie geht man da drin vor? Und wir haben Personenkreise, wir sind verblüfft nach der Einführung der Videokommunikation, wie groß dann doch noch die Gruppe derjenigen ist, die mit solchen Instrumenten nicht klarkommt. Und da ist auch ein Ausschluss von bestimmten Alterssituationen. Es ist nicht nur Arbeit. Es frisst sich, das meine ich gar nicht negativ, durch das Leben von uns allen. Und wir wollen es ja auch. Denn wir machen das hier jetzt ja auch gerade gerne, weil wir uns deutschlandweit mit mehreren tausend Leuten zusammenschalten können. Wer will darauf verzichten? Selbstverständlich, das ist ja auch alles eine Frage von digitaler Teilhabe, wenn man die entsprechenden digitalen Grundkompetenzen auch hat. Herr Röhrborn, ja. Sie hatten sich gemeldet. Möchten Sie darauf reagieren noch? Ja, ganz kurze Reaktion darauf. Herr Scheele, ja, es ist richtig. Wir brauchen digitales Alltagswissen. Das ist sicherlich die Basis, um Videokonsultationen wahrzunehmen, Formulare auszufüllen, Flüge zu buchen. Aber das ist eben nur der erste Schritt. Ja, ich komme aus Sachsen. Wir haben auch einen Strukturwandel, ne, in der Braunkohle, auch in anderen Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen wie in der Halbleiterindustrie, die ganz stark wachsen. Und hier gibt es eben auch Transferbemühungen, Umschulungsprogramme. Und dort geht es aber eben nicht nur um dieses digitale Alltagswissen. Dort geht es insbesondere auch darum, ja, Maschinen steuern zu können, Maschinen warten zu können und das unter Einsatz von Computertechnik. Das ist schon nochmal ein anderes Level und auch das muss eben Teil dieser Umschulungsprogramme sein. Aber natürlich, das Alltagswissen ist die Basis und dann kann man auf das Nächste wieder aufsetzen. Frau Hanak, reicht digitale Grundkompetenz oder braucht jeder auch technologische, tiefere Kenntnisse?
Ja, wir brauchen in jedem Fall alle diese Kenntnisse. Erstmal die Mediengrundkenntnisse brauchen wir sowieso alle. Transformationsprozesse machen nicht bei der Industrie und Dienstleistungen, also im Beruf, halt. Und da werden sie gebraucht, zu Hause nicht mehr. Sie werden jeden Bürger und jede Bürgerin betreffen, in jedem Thema, was man sich vorstellen kann. Und ich wollte da auch nochmal das, was Detlef Scheele gesagt hat, bekräftigen. Wir haben in der Zeit der Pandemie gesehen, dass im Homeschooling insbesondere die Kinder, die ohnehin schon benachteiligt wurden oder sind, abgehängt worden sind. Schlichtweg abgehängt worden sind. Die können auch das Wissen, was sie hätten vermittelt werden, was ihnen hätte vermittelt werden müssen, der letzten 2 Jahre nicht aufholen. So, und da müssen wir für sorgen, dass wir sozusagen von den Kleinsten an, da sage ich auch immer, von der Kita bis zum Studium, müssen wir Kinder schon darauf vorbereiten, was, also mit Medien umzugehen. Und das reicht nicht einfach zu wissen, ich habe ein Handy und kann damit spielen und eine SMS schreiben und eine E-Mail schreiben oder so. Man muss Technik auch verstehen können. Und da braucht man in manchen Bereichen eine vertiefte Kenntnis. Wir haben, das will ich sagen, eins der komplexesten Weiterbildungssysteme der Welt. Das bestätigt uns ja die OECD jedes Jahr in ihrem Länderbericht wieder. Die Weiterbildungssysteme bei uns sind so intransparent, dass die Menschen überhaupt nicht wissen, ja, was ist denn die geeignete Weiterbildung für mich? Und deshalb bin ich auch da der BA dankbar, da mitzuhelfen, dass da Transparenz reinkommt. Da brauchen wir einfache Angebote, einfach zu findende Angebote. Da brauchen wir auch digitale Plattformen, die es ermöglicht, für jeden individuell zu schauen, welche Art der Weiterbildung brauche ich, jetzt mal außerhalb der betrieblichen. Natürlich werden da auch berufliche Weiterbildungen benötigt oder auch allgemeine Weiterbildungen, die in der Regel viel zu kurz kommt, benötigt. Und deshalb brauchen wir da, spreche ich mal von einer neuen Architektur des Weiterbildungssystems, da brauchen wir einfach ein transparenteres System. Aber ich will auch sagen, die Bundesregierung hat ja schon gute Angebote jetzt gemacht in ihrem Koalitionsvertrag. Wir hoffen, sie werden auch umgesetzt. Beispielsweise hat sie angekündigt, die Weiterbildungsförderung auszuweiten, insbesondere die berufsbegleitende Bildungszeit nach österreichischem Vorbild zu ermöglichen. Ich finde, das ist ein guter Schritt. Auch die Einführung des Transformationskurzarbeitergeldes ist richtig. Das soll ja im Grunde auch Betriebe und Beschäftigte viel stärker als bisher bei der Bewältigung des technisch-organisatorischen Wandels unterstützen und auch Lohnersatz und Kosten für eine berufliche Weiterbildung während der Kurzarbeit gewährleisten. Das sind ja richtige Schritte, dass die Weiterbildungsprämien weitergezahlt werden sollen, also entfristet werden, dass sie durch ein fortlaufendes Weiterbildungsgeld ergänzt werden, ist ein richtiger Schritt. Auch, dass die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang mehr hat vor einer beruflichen Aus- und Weiterbildung, finde ich, ist ein absoluter Paradigmenwechsel in dieser Zeit. Und er ist richtig, weil ansonsten eben viele Beschäftigte selbst in prekären Beschäftigungen mehr Geld verdienen, als wenn sie Weiterbildung machen. Und da jetzt mal ein P vorzusetzen, finde ich absolut richtig. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ich finde, da ist die Bundesregierung im Moment in Richtung Weiterbildung auf einem guten Weg. Ja, Frau Hanack, Sie haben einige wichtige Punkte aus dem Koalitionsvertrag angesprochen, unter anderem den Vermittlungsvorrang, und da ging der Daumen hoch bei Herrn Scheele. Wollen Sie da kurz was zu sagen? Das hat hier eigentlich nicht so richtig, also ist zumindest im Kern unserer Diskussion, aber der Vermittlungsvorrang war im SGB II, also in diesem Grundsicherungssystem, immer etwas, das dazu führte, dass wir die Leute auch in eine nicht perspektivisch vernünftige Stelle vermitteln mussten. Und damit tut man der Frage des Fachkräftebedarfs gar keine Lösung an, weil man muss inzwischen auch an dem Reservoir der Langzeitarbeitslosen suchen, ob wir da nicht was heben können im Sinne der Beschäftigten, aber auch im Sinne der Arbeitgeber, sozusagen auch dieses Reservoir. Ich hatte mich gemeldet, weil ich sagen wollte, wenn unser Verwaltungsrat beschließt, und es sieht zurzeit so aus, dann werden wir eine nationale Online-Weiterbildungsdatenbank bauen. Die wird unsere eigenen Angebote aufnehmen. Die wird einen Link zu
zu unserer Datenbank mit Arbeitsplätzen haben und die wird einen Link haben zu New Plan, also zu einer Diagnosedatenbank über die eigenen Fähigkeiten, über die eigenen Wünsche und die eigenen Perspektiven und die Berufschancen. Und wir werden das verknüpfen mit den Datenbanken der Länder und mit den Datenbanken öffentlich-rechtlicher Einrichtungen, so sie sich denn anschließen wollen. Wenn uns das gelingt und wenn uns der Verwaltungsrat das, im Mai beschließt, wir haben jetzt sozusagen eine Projektdefinitionsphase hinter uns, wissen, was das kostet. Da sind natürlich viele Kooperationsprobleme, weil wir im Föderalismus viele fragen müssen, ob sie mitmachen wollen und können nicht sagen, macht mal mit, schließt euch an. Aber wir hätten dann eine Datenbank mit einer Customer Journey, die beginnen würde von sozusagen einem Baustein, der Mut macht auf Weiterbildung, der dann Angebote schaltet, der dann sozusagen ein Angebot bietet, sich selbst sozusagen in einer Diagnoseplattform zu gucken, was kann ich, wo will ich hin und was an Angeboten passt zu mir und dann auch noch sozusagen unsere Arbeitsvermittlungsverfahren und sich notfalls selbst zu vermitteln. Da machen wir uns zwar überflüssig, aber das wird nicht so schnell passieren. Aber ich glaube, wir können darüber, einen riesigen Schritt zur Transparenz schaffen. Also es nützt nicht unbedingt uns, aber es nützt Deutschland. Und erst waren alle skeptisch, warum muss man das bundesweit machen? Aber Herr Röhrborn hat das vorhin gesagt, man kann natürlich in Hamburg sich eine kaufmännische Fortbildung suchen, die in München angeboten wird. Und das kann man nur, wenn man eine Datenbank hat, die seriös gepflegt ist, wo auch nur seriöse Anbieter rein können, denn wir können nicht alleine pflegen. Das muss dann eine Kammer sein, die man aufnimmt und auf die wir verlinken. Aber wir können darüber etwas schaffen, was einen großen, großen Überblick über die Weiterbildungssituation in Deutschland schafft. Herr Röhrborn, Herr Scheele hat gerade davon gesprochen, die Bundesagentur für Arbeit plant eine Online-Weiterbildungsplattform. Sie hatten das vorhin, glaube ich, Weiterbildungsmonitor genannt. Wie würden Sie sagen, Verwaltungsrat, Daumen hoch, im Mai soll das beschlossen werden? Das ist genau der richtige Schritt? Ich hoffe. Also ich denke ganz klar, Daumen hoch, Herr Scheele. Ich möchte Sie ganz sehr bestärken in Ihren Plänen, genau eine solche, so ein transparentes Online-Angebot bundesweit zu schaffen. Und ich möchte Ihnen aber tatsächlich auch anregen, jetzt nicht nur die Angebote der Bundesagentur von Arbeit für Arbeit, sondern eben auch, ja, es ist so geplant, denke ich dann. Ausdrücklich nicht nur unsere, das wäre völlig Quatsch. Na, also die privaten Anbieter dort mit zu integrieren, sicherlich wird es auch eine Art von Qualitätssicherung brauchen, dass dort tatsächlich gute, qualitativ gute Angebote eine Rolle spielen. Aber da gibt es heutzutage viele Erfahrungen, wie man das umsetzen kann. Ich finde das sehr, sehr gute Pläne und möchte Sie da ganz stark unterstützen dabei. Frau Hanack, würden Sie auch sagen, unterstützen Sie? Na klar. Super. Na dann, mit Blick auf die Zeit, wir nähern uns dem Ende. Von daher würde ich sagen, wir haben einen schönen Konsens gefunden. Wir brauchen ein transparentes Angebot für Weiterbildungsangebote, für Fördermöglichkeiten, um in diesem Dschungel der Weiterbildungsangebote für das Individuum das richtige Weiterbildungsangebot zu finden, arbeitsmarktbezogen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, über das wir heute gesprochen haben und zeitlich ist das natürlich immer alles sehr knapp, das dann in seiner ganzen Tiefe zu durchdringen. Ich denke aber, wir haben einen interessanten Aufschlag heute gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Teilnahme heute an einer Diskussion bei Elke Hanack, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, bei Detlef Scheele, Vorsitzender des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit und bei Dirk Röhrborn, Co-Founder der Monado Software GmbH und Mitglied des Bitkom-Präsidiums. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Teilnahme, die interessanten Impulse und wir freuen uns sehr auf die Entscheidung des Verwaltungsrats im Mai und drücken natürlich die Daumen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Dank vielen Dank. Hat Spaß. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Daniel, auch für die wunderbare letzte Moderation für die diesjährige Bildungskonferenz. Ich glaube, du hast ein sehr spannendes Panel in die letzten 45 Minuten begleiten dürfen. Und wie schon erwähnt, wir sind jetzt am Ende unserer Bildungskonferenz angekommen. Wir haben in den letzten beiden Tagen viel gelernt. Wir haben uns entlang der gesamten Bildungskette bewegt, geschaut, wo kann Digitalisierung noch, wo wirkt Digitalisierung bereits jetzt schon, wo müssen wir vielleicht noch mal etwas nachjustieren und wie sieht tatsächlich auch die Zukunft in diesem Bereich aus.
Es ist viel Bewegung im digitalen Bildungssystem und es wird auch heute schon und es wird auch zukünftig die neuen Technologien immer stärker mitgedacht. Und bevor wir jetzt tatsächlich zum finalen Abschluss dieser Konferenz kommen, würde ich jetzt auch gerne nochmal Elisabeth, meine Kollegin, auf die Bühne bitten, denn als Bildungsreferentin sind die beiden natürlich unsere Experten beim BITKOM und ich würde da gerne nochmal abschließend ein, zwei Fragen an Sie stellen. Elisabeth, was waren denn eigentlich deine Highlights der diesjährigen Konferenz? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir hatten sehr viele Highlights dabei in den Diskussionen, Vorträgen und Roundtables. Am Ende hat es, glaube ich, ausgemacht, dass Akteure aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis miteinander gesprochen haben, Ideen ausgetauscht haben. Und das war das Besondere an dem Ganzen und vor allem, weil Positivbeispiele mehr Sichtbarkeit bekommen haben. Wir haben uns inspirieren lassen, neue Ansätze kennengelernt und ich würde sagen, diese Positivbeispiele, die hier Sichtbarkeit bekommen haben, das waren tatsächlich Highlights dieser Konferenz. Daniel, würdest du das so bestätigen oder was sind deine Highlights der diesjährigen Konferenz? Also ich stimme da natürlich vollumfänglich zu. Ich finde die Bildungskonferenz, dadurch, dass wir es in einem digitalen Format machen, sind wir ein toller Austauschort für Bildungspraktiker, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Unternehmerinnen, Unternehmer, Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Politik und Verwaltung, aus ganz Deutschland. Wir versammeln an den zwei Tagen Leute, die sich für dieses Thema interessieren, die für das Thema brennen. Und das sieht man auch in dem Chat immer wieder, wie rege diskutiert wird. Und das ist natürlich auch eins der Highlights, auch wenn es keines Programmatisches ist, aber es ist etwas, was die Community dazu beiträgt. Und das ist einfach großartig, dass wir das sehen. Aber um jetzt natürlich trotzdem noch Slots zu nennen, Smart School Verleihung, super natürlich, dass wir dieses Jahr wieder 20 neue Smart Schools küren konnten und das Netzwerk jetzt auf über 100 Smart Schools in ganz Deutschland, über alle Schulformen hinweg, in allen Bundesländern ausweiten konnten. Da freuen wir uns natürlich, dass wir Leuchtturmschulen haben. Ich freue mich natürlich auch, dass der Arbeitskreis Learning Solutions den Trendreport E-Learning veröffentlicht hat heute, in dem wir natürlich auch einen Blick wagen wollen, wo geht die Reise hin im Bereich E-Learning und da natürlich auch nochmal die ganze Community einladen, sich zu beteiligen und aktiv an diesem Trendreport mitzuschreiben. Jetzt würde ich auch gleich nochmal bei dir bleiben, Daniel, denn jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über die Highlights noch gesprochen. Wir haben natürlich auch in den vergangenen zwei Tagen auch festgestellt, es gibt auch interessante Visionen für die Zukunft. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, welches digitale Tool wäre denn für dich bei der nächsten Weiterbildung unabdinglich? Was müsste definitiv dabei sein? Also ganz spannend finde ich das Thema Augmented und Virtual Reality. In dem Panel zu zur dualen Ausbildung hat ja Frau Staffler auch davon berichtet, wie sie über Augmented Reality eine Heizung repariert hat, obwohl sie davon eigentlich keine Ahnung vorher hatte. Und sie hat dann auch gesagt, es ist hier eigentlich alles ganz einfach, wenn man es ganz schön erklärt bekommt. Ist vielleicht in dem Fall noch irgendwie greifbar und das finde ich auch ganz schön und das finde ich auch ganz spannend. Es geht, glaube ich, auch der Trend immer mehr zum Thema Learning on the Job, also wirklich praxisnah auch zu lernen. Und da kann das natürlich auch, also kann diese Technologie einen großen Mehrwert bieten. Sehr schön. Elisabeth, jetzt die finale Frage noch an dich. Wo würdest du denn gerne die Digitalisierung in der Bildung in den nächsten 10 Jahren sehen? Ich hoffe vor allem, dass die Digitalisierung selbstverständlich wird für die Bildung, dass Kinder schon im frühen Alter einen gesunden und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Technologien lernen, dass Klassenzimmer technisch gut ausgestattet sind, dass pädagogische Konzepte entwickelt wurden und Lehrkräfte auch entsprechend qualifiziert sind, kreativ sind im Umgang mit den digitalen Technologien, dass Studierende digital studieren können, da eine gewisse Flexibilität haben, dass digitale Bildungsinhalte vermittelt werden, gerade auch in der Weiterbildung, damit wir als Bürgerinnen und Bürger in Deutschland digital kompetent gemacht werden. Denn letztendlich sind wir und unsere Kompetenzen die wichtigste Ressource für Deutschland. Und darauf kommt es an. Deutschland muss eine Weiterbildungsrepublik werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir dann gar nicht mehr darüber diskutieren, welche Chancen stecken in der Digitalisierung, sondern dass es selbstverständlich ist und dass wir da, was auch unsere Kompetenzen angeht, im Umgang mit digitalen Technologien schon ein gutes Stück weiter sind. Lieben Dank dafür. Wir als, ehrlich gesagt, die wichtigste Ressource. Wie könnte der Abschluss hier tatsächlich besser laufen? Also ich denke, besser hätte es niemand wieder greifen können. Daniel, ich würde dich jetzt hier nochmal verabschieden schon mal. Vielen Dank für die Moderation. Vielen Dank auch, dass du dich hier die letzten Fragen noch gestellt hast. Und wir würden jetzt nochmal zum Abschluss dieser Konferenz Elisabeth das Wort geben. Und damit
Danke dir, Sabrina. Vielen Dank. In den vergangenen Tagen haben wir in 33 Sessions, in Diskussionen, in Vorträgen, in Roundtables mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis, viele Lehrkräfte, Schulleitungen waren dabei, diskutiert zu bildungspolitischen Themen, wie muss es bildungspolitisch weitergehen, aber auch welche Technologien gibt es und wie können es die eingesetzt werden. Insgesamt waren rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterwegs auf unserer Plattform. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre aktive Teilnahme, für Ihre Kommentare und Beiträge in den Chats, die wir sehr wohl wahrgenommen haben, genauso auch Ihre Fragen, die wir bestmöglichst versucht haben, in die Diskussion mit einzubinden. Außerdem bedanke ich mich bei unseren rund 70 Speakerinnen und Speaker, die mit uns ihre Erfahrungen geteilt haben, neue Ideen vorgestellt haben und Ansätze und fleißig aktuelle Themen diskutiert haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie und genauso auch ein herzliches Dankeschön an unsere Partner, die diese Konferenz möglich gemacht werden. Und last but not least auch ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helferinnen und Helfer der Technik im Hintergrund, die es ermöglicht haben, dass wir auf dieser digitalen Plattform bestmöglichst uns auch austauschen konnten, vernetzen konnten, teilnehmen konnten. Nehmen Sie gerne teil noch an unserer finalen Umfrage. Unter Ihre Meinung zählt, können Sie uns Ihre Meinung sagen, wie Sie die Konferenz wahrgenommen haben. Wir freuen uns da über Ihr Feedback. Und wie immer freuen wir uns auch, Ihnen heute schon einen Ausblick geben zu können auf das nächste Jahr. Auch 2023 wird wieder eine Bildungskonferenz stattfinden. Und auch dann wollen wir wieder zur Digitalisierung des Bildungssystems diskutieren und sind gespannt, wie bis dahin die Projekte, Ansätze und Ideen, die wir in den letzten 2 Tagen diskutiert haben, sich weiterentwickelt haben, wo wir dann stehen. Merken Sie sich also dafür gerne schon mal den 22. und 23. März 2023 vor. Dann wird die nächste Bildungskonferenz stattfinden und wir hoffen, Sie dann auch wieder hier begrüßen zu dürfen und mit Ihnen weiter diskutieren zu dürfen. Vielleicht oder sicherlich in einem oder anderen Format gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit zum Austausch, dass wir uns wieder treffen und miteinander diskutieren können. In diesem Sinn ist damit die Bildungskonferenz 2022 nun zum Ende gekommen. Wir hatten ein spannendes Programm und viele spannende Diskussionen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Sie. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso Freude bereitet wie uns und Sie konnten die ein oder anderen neuen Ansätze und Ideen für sich mitnehmen. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.